Frankfurt Taster, dann kam es 2899. And these are Mockies again. And here states Better Green, 100% Nature. Alright, yeah, if you can read it, please report. But I think here on the back it says something about peanut. Yeah, peanut Mockie. Okay. Good. Yeah, let's have it. And this is stuff from Japan. Very nice. Okay, here we go. Yeah, the carrier is a little bit broken. Has come a long way or something. Let's not care too much. Let's check out the Mockies. And they feel super funny. Yeah. And yeah, touching them too much is not a good idea because all this powder falls off. So yeah, you know what time it is. Let's do it. I always cut stuff. Here we go. Huh? And as you can see, there is a filling. Oh, this feels super fantastic. Yeah, do you like to touch food? I just hit the tripod, sorry. So this is what it looked like. And I will start eating it now. Here we go. Huh? Yeah, also it's sort of dusty. The others I had were fantastic. I think if you like peanut flavor. Yeah, it tastes like peanut butter, for instance. No. But I'm not too excited about it. This Mockies I had the last time, this like premium pack with 3 different flavors. This was great. This here not so much. But it feels, yeah, every Mockie feels fantastic. Yeah. What happened if I touch it too much? Nothing, okay. Yeah, it's very elastic. Good, I think draw. Yeah, do you had it yourself? This looks very promising with the green fillings. Yeah, it's basically, it's about the filling. Yeah, and if the filling is great, the Mockie is great. Yeah, peanut. Yeah, is that peanut? One time I reviewed peanut butter. And one of my viewers then bought some in the supermarket, like I inspired her to do it, and then she wrote me how disgusting the peanut butter flavor is. So yeah, okay. So thanks for watching, guys. Gut, das ist jetzt Mockies mit Erdnuss. Genau. Hier are diese diesen Träger der Mockies hat sie etwas in Mitleidenschaft gebracht. Keine Ahnung. Ist halt wirklich aus Asien, kommt nicht aus Deutschland. Und es ist super, also allein das anzufassen. Also ihr müsst das mal einmal im Leben wenigstens anfassen. Ist cool. Das ist so eine Art, ja, wie Gummi, so eine Mischung aus Kraut und Gummi. Sehr lustig. Hier ist jetzt so ein Erdnusspulver drauf oder so. Und innen drin ist eine Art Erdnussfüllung. Erdnusscreme. Und naja, haut mich jetzt nicht so um. Den letzten Action Mockies, die ich hatte, waren solche Premium-Dinger. Und die waren cool. Das ist ja eher so staubig. Und Erdnuss ist nicht so mein Fall. So. Erdnuss
Erdnuss ist so ein speziellerer Geschmack, ja. Erdnussbutter einmal essen, so geht, finde ich. Ein ganzes Glas geht mir weg so. Das ist ja auch Septor. Das klebt schön, ne? Hier kann man das Drawer anheben. Ja. Habt ihr jemals Mokkis gegessen? Lass mich das wissen. Ja, gibt es zu bestellen, zum Beispiel im Asia-Shop. Müsst ihr mal gucken. Ansonsten wäre es das mit der Folge. Danke, dass ihr euch angeschaut habt. Und ja, bis zur nächsten Folge.